Wir werden hier beweisen, wenn man Tangens von x halbe klein t nennt, dann ist der Sinus von x automatisch gleich zu 2t geteilt durch 1 plus t Quadrat. Der Cosinus von x ist gleich zu 1 minus t Quadrat geteilt durch 1 plus t Quadrat. Und der Tangens von x, das ist 2t geteilt durch 1 minus t Quadrat. Wir starten sofort mit dem Beweis und ersetzen 2t auf 1 plus t Quadrat durch 2 Tangens von x halbe geteilt durch 1 plus Tangens von x halbe im Quadrat, also so. Der Tangens von x halbe, das ist der Sinus von x halbe, geteilt durch den Cosinus von x halbe und hier unten genau dasselbe. Das führt dann zu dieser Rechnung. Hier unten diese zwei Brüche machen wir gleichnamig und so erhalten wir sofort diese Rechnung. Wieso? Wir haben 2 mal diesen Bruch, das steht da. Hier haben wir alles auf Cos Quadrat von x halbe gesetzt, also ist der Zähler Cos Quadrat von x halbe plus Sin Quadrat von x halbe, das heißt durch die Grundformel der Trigonometrie 1. Also müssen wir noch diesen Bruch teilen durch 1 auf Cos Quadrat von x halbe und dazu multiplizieren wir diesen Bruch mit dem Kehrwert von 1 auf Cos Quadrat von x halbe. Jetzt können wir noch kürzen durch Cosinus von x halbe, so bleibt nur noch übrig 2 mal Sinus von x halbe mal Cosinus von x halbe. Und durch die Verdopplungsformel vom Sinus wissen wir, dass 2 mal Sinus von einem Winkel mal Cosinus von demselben Winkel genau gleich sein muss zum Sinus vom doppelten Wert dieses gemeinsamen Winkels. Der doppelte Wert von x halbe, das ist x. Somit haben wir den ersten Teil bewiesen. Für den zweiten Teil gehen wir ganz genau so vor. Wir starten von diesem Bruch, indem wir sofort klein t ersetzen durch Tangens von x halbe. Also so. Auch hier ersetzen wir Tangens von x halbe durch Sinus von x halbe geteilt durch Cosinus von x halbe. Genau dasselbe machen wir unten. Hier oben machen wir diese zwei Brüche gleichnamig, unten ebenfalls, und das führt dann sofort zu dieser Rechnung. Hier haben wir Cos Quadrat von x halbe plus Sin Quadrat von x halbe. Das macht 1 durch die Grundformel der Trigonometrie. Also müssen wir diesen Bruch teilen durch 1 geteilt durch Cosinus Quadrat von x halbe. Was also bedeutet, wir multiplizieren diesen Bruch mit dem Kehrwert von 1 auf Cos Quadrat von x halbe. Und dann verschwinden auch diese zwei Nenner, Cos Quadrat von x halbe. Somit bleibt nur noch diese Differenz übrig. Und hier steht Cosinus Quadrat von einem Winkel minus Sinus Quadrat von demselben Winkel. Das erinnert natürlich sehr stark an die Verdopplungsformel für den Cosinus, die besagt, dass diese Differenz genau dasselbe ist wie der Cosinus vom doppelten Wert dieses gemeinsamen Winkels, also Cosinus von x. Wir haben den zweiten Teil bewiesen. Der dritte Teil, das geht viel schneller, denn wir ersetzen da und da t durch Tangens von x halbe und erkennen sofort durch die Verdopplungsformel von Tangens, dass 2 Tangens von einem Winkel geteilt durch 1 minus Tangens Quadrat von diesem selben Winkel, dasselbe ist wie Tangens vom doppelten Wert dieses gemeinsamen Winkels. Also ist dieser Bruch gleich zu Tangens von x, was zu beweisen war.